Mal schlüpfen. So. Da sind wir. Oh, Achtung, es kommt! Oh. Hallo Ness, ich bin du und du bist ich. Na? Hast du dir schon in die Hosen gemacht? Ja. Hier bin ich, Fauke. Hier bin ich wieder. Du kleiner Loser, du. Ness. Bist du überrascht, du Arschloch? Ich bin's, Fauke. Du weißt Bescheid, ich helfe dir mit. Bla bla bla. Ihr seid so erbärmlich und der Apfel der Erleuchtung. Ja, ja. Bla bla bla. Ich werde euch kaputt hauen. Geiges wird stärker werden. Bla bla bla. Und ihr seid einfach nur scheiße. Ich bin voll der Bösewicht. Master Geiges. Aber Pokey ist auch so ein interessanter Charakter. Der hat eigentlich das ganze Spiel über. Also, er kann ja faktisch nichts, was ich so lustig finde. Wir haben ja ganz am Anfang gesehen, der wirft sich ja immer nur ängstlich hinter den Hauptcharakter, um sich zu schützen vor Schaden und sowas. Da kann er nichts. Aber ich mag. Das ist so ein richtig hinterfotziger Charakter in jeder Hinsicht, ne? Der ist. Und das passt halt auch so gut, dass er sich dann wirklich einfach. Dass er so dumm ist eigentlich und so naiv, dass er sich einer intergalaktischen, unbezwingbaren Entität anschließt, ne? Um dann einfach sich groß und kraftvoll zu fühlen. Ja. Okay, Leute. Geiges und seine Kohorten. So, jetzt einfach nur auf den Pokey. Wir wollen ja nicht den Geiges angreifen. Das wollten wir nicht. Ich glaube, wir müssen ja erstmal Pokey attackieren. Ich glaube, so war das, wenn ich mich recht erinnere. Ja. Auf jeden Fall nicht Dings angreifen, weil er reflektiert das nämlich. Das war ja der Fehler, den ich das letzte Mal gemacht habe. Ja, jetzt hör auf, hier rumzufurzen. Okay, so kommen wir da nicht durch, aber ist in Ordnung. Dann machen wir mal Recover. Omega, heilen wir wieder alle. Und dann werden wir jetzt nur, aber nur auf Pokey. Ganz wichtig. Pokey muss getroffen werden. Ich weiß gar nicht mehr, wie ich es beim letzten Mal gemacht habe. Ich mache einfach mal. Das wird schon irgendwie hinhauen, ne? Hoffe ich. Oh, jetzt geht's los, ja. Oh, Ness, beeil dich. Komm, alle sterben. Na, schlecht. Paula ist tot. Paula ist tot. Uff. Na, ach komm. Die 2 Sekunden da. Das ist ja ein Mist. Na gut, da warte ich jetzt. Ich warte, bis Pur volles Leben hat. Naja, das war's heute. Jetzt geht's erstmal richtig los hier, ne? Ja, weißt du was, Puh, du hast genug Hörner. Zeig mal Paula dein Horn hier. So. Boah, lass mich doch mal. Okay, ich wollte schon sagen. Ja, jetzt hör auf hier rumzufotzen. Das kann doch nicht sein hier. Schon wieder. So, Jiff was arrived. Ja, mal so ein bisschen die Leute. Die Musik, die haut rein, oder? Was? Nice. Aber trotzdem müssen wir uns jetzt mal um Pokey kümmern. Damit der jetzt erstmal weg ist, der macht ja nicht viel. Außer Nerven. Ja, ich meine, er ist ja nicht die wahre Gefahr, ne? Einfach wahrscheinlich müssen wir mal sein Schild irgendwie runterbringen oder so. Wenn er heavy armed ist, vielleicht mal so seine Defense nach unten bringen. Ja. Oh. Okay, er ist steif geworden. Das ist schon mal ganz gut. Das heißt, wir, ergreifen das mal nicht an. Okay. Did not work on Pooh. Perfekt. Okay. Also siehst du, das ist halt so, da ist eine Runde irgendwie, kann er sich nicht bewegen und das war's dann, so. Ich weiß nicht, muss ich eigentlich, nee, man muss sich den angreifen. Als letztes Mal habe ich halt auch Geiges mit angegriffen, aber das Problem war, da hat er den ganzen Schaden zurückgeworfen und das ist eigentlich, war ja ein Anfängerfehler, so, deswegen lassen wir das lieber mal. So. Mal Paula heilen. Du machst jetzt mal Defense down. Yes. Da, 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 da.
Ja, Freeze. Wollen wir die mal schön einfrieren, ja? Und los geht's. Los. Stirb langsam mal. Jetzt ist er wieder steif geworden. Ja, oder eingefroren. Okay, das Psy-LP-Ping ist gar nicht so schlimm. Das ist, klingt jetzt erstmal ganz schlimm, aber Paula wird jetzt noch geheilt, bevor sie stirbt. Hoffe ich. Ja, perfekt. Aha. Jetzt stirbt er nicht mal. Hat bei dem nicht funktioniert. Das ist natürlich sehr ungünstig. Das ist ja richtig ungünstig. Das wollte ich aber so nicht. Ja, komm jetzt auf Poki drauf hier. Wir hatten ja ausgehalten, ne? Ich habe irgendwie das Gefühl, ich mache gerade was falsch, aber... Im schlimmsten Fall muss ich wirklich Dings angreifen. War es natürlich nur, wie ich es dann anstelle. Also, weil... All of us. Ja, mach mal dein Schild. Dass er wenigstens dann... Ich probiere das gleich mal in der nächsten Runde. Ich weiß nicht, ob das jetzt... was protected, ob man das machen musste. Weil er macht jetzt die ganze Zeit nur Psy-LP. Ist okay. Ist nicht okay. Paula stirbt schon wieder. Ja. Ah, scheiße. Oh, jetzt sterben halt schon viele wieder. Ich verstehe das, bla bla bla, Heroes, bla bla, gesehen, yes. Ja, sag das mal, während ich am Sterben bin, ist okay. Genau. Ja, genau, bla bla, jetzt fängt er an, okay. Also war schon richtig, da auf Poki drauf zu gehen. Ja, Devil's Machine, prepare to be amazed. Jetzt kommt so, jetzt langsam kommen wir in den richtigen Kampf. Genau, Geiges wird geboren, Geiges offenbart sich. Ist das nicht gruselig? Ich bin auch wirklich verängstigt hier. Ja, Geiges ist völlig durch den Wind. Ja, und ich bin auch. Ja, völlig gaga und so. Ja, und tschüss, hier bin ich. Hehehe. Und du, ihr werdet eine weitere Mahlzeit für ihn sein. Blablabla. Geh weg. Geh am besten weg, genau. Misch dich nicht ein. Ja. Erstmal kollabiert alle. Das ist auch schön. Was? Auch wunderbar. So, Horn of Life. Auf jeden Fall Ness. Horn of Life. Auf jeden Fall Paula. Ness. Oh, Pooh hat jetzt dann schon viel abbekommen. Aber Pooh lebt. So, auf jeden Fall heilen erstmal und dann kommen wir beten. Dann wäre ich dafür, dass wir alle beten. Seid ihr bereit? Legt eure Hände zusammen. Ach, Jeff kollabiert wieder. Ach, Mann! Oh, Jesus. Egal. Ich habe noch genug Hörner. So, Pooh. Und du betest jetzt. Nice. Ja, ja. So. Okay, Phantom Badge deflected. 100 Schaden. Horn of Life. Pooh ist wieder am Leben. Paula hat genau gebetet. Ein sehr, sehr subtiles Licht hat Ness... Achso, ich muss den. Achso, ich muss trotzdem erstmal angreifen. Ich kann jetzt noch nicht beten. Okay. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich muss erstmal trotzdem ein bisschen auf den drauf. Bis dann wahrscheinlich wieder Pooh erscheint. Pooh ja. Hier ist der Poki erscheint und sagt, ja. So wird das nicht, ja. Ne, du kannst nur beten, dass du irgendwie gewinnst und bla bla bla. Nice. Niemanden getroffen, perfekt. Boah, hauen wir jetzt einfach mal drauf. Wir warten mal ein bisschen bis Jeff, ne? Die Zeit nehmen wir uns. Atme durch, Jeff. Boah, das ist schon echt so ein geiler Endkampf, wirklich. Das ist, wie die Stimmung hier einfach kippt, ne? Wie man da wirklich so von, in dieses... diese galaktische Horrorrichtung geht. Ganz, ganz gruselig, ja. Ness, Ness, oh, Ness.
Ah, Jeff kann sich wieder bewegen, perfekt. Ja, komm, dann hau mal ein bisschen was drauf, damit wir ja mal vorankommen. So. Okay, die gruselige Musik ist noch nicht da. Wir haben bis jetzt nur dieses... Aber dieses mechanisch klingende, das kommt noch. Ah, dein Starsturm. Komm, tu es. Ja, Jeff leidet eigentlich. Das ist das Problem. Der kriegt immer ziemlich viel ab hier. Das heißt, ich muss... Und Jeff und Pooh. Alle steif! Och, komm, Leute. Nö, das will ich nicht. Ihr sollt doch nicht alle jetzt hier erfrieren. Das ist nicht günstig. Das möchte ich so nicht. Machen wir das jetzt nochmal und jetzt bitte auch erstmal durchführen, bevor Geiges angreift. Ness. Oh, Jeff stirbt jetzt wieder. Oh nein. Oh, leck mich. Okay, sie hat es auf Geiges gemacht. Gut. Ich dachte schon, die macht das jetzt wieder auf uns drauf. Das wäre jetzt echt ein Problem gewesen. Oh, geil. Das war eine gute Attacke. Nice. So, ein Schuh draus. Ja, hier bin ich wieder. Ja, du bist... Muss also ziemlich am Ende deiner Kräfte sein und deiner Möglichkeiten, du Arschloch, ja, ne? Jetzt pass mal auf. Jetzt möchte ich mal sehen, du hast, Priest, und du hast letztes Mal gesagt, dass es hier auf jeden Fall einen kleinen Hinweis gibt, so, ne? Von wegen Beten und alles, ja. Also, wo man das lesen kann. That's so sad, I can't tell, on a shattered tear, you know, my heart is. Absolute terror, do you want to scream for. Ja, du hast recht. Aber da muss man erstmal drauf kommen, was das für eine geniale Mechanik ist. Möchtest du. Nach Hilfe schreien hier in der Dunkelheit. Ja. Floppy. Wir haben gerade schon über Monkey Island 4 gesprochen, ja. Hey, wenn das nicht mein Kumpel aus der Traumabewältigungsgruppe Lucre Island ist. Oh Gott. Warum verfolgt mich das Spiel wirklich überall hin? Also, irgendwann ist doch mal gut. Lucre Island ist Geschichte. Jetzt sind wir auf Jambalaya Island. Das ist ja viel besser, ne? Warum ruhst dich deine Mama an, ne? Also, wenn du... Ich hoffe, dein Prepaid-Guthaben ist noch nicht aufgelöst. Ja, Mami, Daddy, ich hab Angst. Ich hab mir die Hosen gemacht. So, das kennen wir schon. Ja, Justice, bla bla bla, keiner wird dir helfen. Ja, du kleines, erbärmliches Ding, bald ist es vorbei. Dann geh weg. Und jetzt haben wir... Oh, jetzt wird's krass. Wow. So, auf jeden Fall erstmal hier die Gruppe heilen. Ganz wichtig. So, Paula, beten. Defend. Es tut weh, Harris. Paula betet von dem, von den Tiefen ihres Herzens. Ja, bitte gib uns Stärke. Wenn es möglich ist, bitte. Irgendjemand, helft uns doch. Oh, das ist so geil. Ich gehe schon über Gänsehaut. Das ist so gut gemacht. Tja, und da haben wir sie. Die Mr. Saturns. Da kommen sie wieder an. Was ist das, Boing? Hä? Redet da jemand mit uns? Hallo? Hä? Boah, spielt er das aus? Ist das mein Sohn, den ich seit vor 10 Jahren zurückgelassen habe, als ich Zigaretten geholt habe? Zigaretten holen war? Ganz ehrlich, wenn die Mr. Saturns mir Kraft spenden, dann kann ich nur gewinnen. Ja, alle der Mr. Saturns haben ein neues, Gefühl aufkommen fühlen. Ein Gefühl aufkommen fühlen. Toll. Ich will doch richtig gut übersetzen, ja. Das hatten sie noch nie vorher erlebt. Und sie alle haben angefangen zu beten für die Sicherheit von Ness und seinen Freunden. Okay. Und er eskaliert immer weiter. Geiges Defense bekam unstable. Oh, jetzt geht's los. Wow. Eieieiei. Tja, und es gibt halt Leute, die sagen auch, also jetzt nur mal, damit man mal weiß, wie krass das hier ist, was wir gerade sehen, ja. Also A, es gibt Leute, die sagen, was man hier sieht, ist ein Fötus. Wenn ihr euch mal die schwarze Umrandung anseht, ne, sieht aus wie ein Babykopf. Das soll aber tatsächlich
nicht bewusst gewählt sein. Also man kann da verschiedene Sachen sehen. Also ich sehe da einerseits bei den Roten so ein bisschen so einen verzerrten, totschreienden Totenkopf, aber man könnte tatsächlich auch so einen Fötus sehen, der halt wirklich so zusammen, ja, wie soll ich sagen, einfach zusammengerollt oder ne, zusammengerollt im Mutterleib hängt, ja, oder liegt. Und das Krasse ist, der Erfinder des Spiels oder der Game Designer, der hat damit auch ein Trauma von sich bewältigt. Der hat nämlich damals, ist er als Kind mal aus Versehen in irgendeinen Kinosaal gegangen, da lief gerade irgendein Horrorfilm oder irgendwas anderes, auf jeden Fall ein Film, wo eine Vergewaltigungsszene gezeigt wurde. Und das hat ihn inspiriert, diesen Gegner hier zu machen. Als Verarbeitung. Da wisst ihr natürlich, ich meine, da würde diese ganze, ich sag mal, diese ganze These vom Prinzip her auch passen, dass das hier irgendwie potenziell ein Baby darstellen sollte, obwohl das auch ziemlich düster ist, wenn man sich das echt mal vorstellt, ja. Also ist schon echt krass, das Spiel. Das ist halt, deswegen meine ich, das ist, ich glaube, ich habe selten ein Spiel erlebt, wo man so einen tonalen Shift hatte. Und ich liebe es. Ich liebe es wirklich. Es ist einfach, es ist so ein Mindfuck irgendwo, aber nicht auf eine, also auch auf eine geniale Art und Weise auf jeden Fall, auf eine richtig geniale Art und Weise. Es tut weh, Ness, es tut weh. Ich bin so traurig, Ness. Freunde. Ja, und Paula betet wieder aus den Tiefen ihres Herzens heraus. Gib uns Stärke, kann uns irgendjemand hören? Hört jemand unser Beten, unser Hilferufe? Und da sind sie, die Runway 5, die eigentlich 6 sind. Hörst du irgendwas? Ich weiß nicht. Haben wir schon wieder Schulden oder was? Wer ist das? Werden wir da angerufen von der GEZ oder was? Ja. Plötzlich haben die Runway 5 etwas gefühlt, was sie innehalten lässt. Und sie beteten, voller Kraft für die Sicherheit von Ness und seinen Freunden. Wenn die GZ anruft, hilft auch Beten nicht. Ja gut, die rufen nicht an, die stehen da direkt vor deiner Tür. Ne? Und es wird weiter gebetet. Wir beten jetzt alle durch, die wir haben. Wir holen uns jetzt die ganze Kraft unserer Freunde. Geht zurück, Ness! Du kannst dich die wahre Form von deinen Attacken irgendwie fühlen hier. Die finden ihn zur Not auch, wenn du deinen Tod fängst. Ja, so ist sie halt. Die geht's halt, ne? Bitte gib uns Stärke, ja. Lass dieses Gebet zu allen Leuten schnellen, die wir kennen, ja. Und da haben wir Polestar. Der Kindergarten vom Vater von Paula. Was? Paula? Bist du das? Hä? Oh, das ist so schön irgendwie. Paulas Vater hat gedacht, dass er die Stimme seiner Tochter gehört hat. Und betet ernsthaft, ja, und voller Ernsthaftigkeit für die Sicherheit von Paula und ihren Freunden. So. Er wird immer instabiler. Ja, ist 106. Okay, weiter geht's. Wir beten jetzt alles durch, was wir haben. Wir müssen wahrscheinlich alle Hauptcharaktere durchbeten. Also im Sinne von, jetzt kommt hier... Gut, Jeff hatten wir schon, glaube ich. Gib uns Stärke. Kann irgendjemand unsere Hilferufe hören? Hilft uns. Oder helft uns. Jetzt müsste ja Pooh kommen, oder? Oder nee. Ah, nee, das ist... Ah, hier. Das Kinderheim, wo Dings hier gewohnt hat, Jeff. Ja, der gute Doktor müsste jetzt kommen. Da ist er. Der mit seinen ziemlich tiefen Augenringen. Hört ihr das? Ist das Jeff, der mit uns spricht? Hallo? Plötzlich hat Tony sich ängstlich gefühlt, weil er über Jeff nachgedacht hat. Oder macht sich Sorgen wegen Jeff, weil er darüber nachgedacht hat. Und der betet voller Stärke für die Sicherheit von Jeff und seinen Freunden. Oh, das Spiel ist so genial. Ich hab selten so einen Endkampf gehabt. Vor allem... Muss wirklich mal sagen, beim klassischen JRPG, das ist schon echt eine Kunst, ja. Ich fühle mich gut, Ness. Ich fühle mich gut, Ness. Okay, wir fühlen uns alle komisch, aber ist egal, beten kann Paula trotzdem noch. Das ist das Wichtige. Jetzt müsste noch Pooh kommen, mal sehen, wie lange ich beten kann. Ich bete jetzt mal so lange durch, bis es möglich ist. Geh zurück! Ich fühle mich gut! Oh. Ich habe nicht die geringste Ahnung, was da gerade abgeht. Ja, ja.
Also was du gerade siehst, ist eine intergalaktische Entität, die so stark ist, dass sie die Kontrolle über sich selbst verloren hat. Und wir sind gerade, wie kann man das beschreiben? Wir sind gerade in der Vergangenheit zurückgereist, um ihn in der Vergangenheit zu töten, damit er in der Gegenwart nicht stärker wird. Bitte gib uns noch mehr Kraft. Kann uns irgendjemand hören? Bitte helft uns. Und wir können ihn nur besiegen durch, nicht durch rohe Gewalt, sondern durch die Kraft von Gebeten. Ja. Und durch die Liebe. Da haben wir ja Puh, genau, das ist Puhs Palast. Ging ziemlich lovecraftig und ja, ist es. Und es ist genial. Es ist einfach nur so ein tonaler Shift, den man nicht erwartet hätte. Und ich liebe es einfach. Und es ist einfach schön so rückblickend. Einfach so die ganzen Orte, die wir besucht hast und die Leute, die für uns beten, ja. Eine junge Frau in Dalam ist erwacht von einem Traum, in welchem Prinz Puh gestorben ist. Und sie hat angefangen zu beten für das Wohlbefinden von Puh und seinen Freunden. Das haben wir zumindest alle durch. Es hat schon mal sehr lovecraftig. Lovecraftian-artiges. Okay, oh, 375. Dann mal sehen, wie weit wir noch kommen, ja. Weiter beten. Ness. Es ist nicht richtig, nicht richtig, nicht richtig, nicht richtig. Ness. So. Ich kann nichts fühlen, Paula. Did not work on Jeff, did not work on Pooh. So, Paula. Und bitte nochmal. Bitte, gib uns Stärke. Irgendjemand muss uns doch hören. Wir fragen danach. Wir fragen nach Kraft und Zuversicht. Oh. Hey, das ist auch noch von Runway 5, oder? Ah, nee, das ist hier der, unser Dings ja. Frank, das war der Gangster. Plötzlich hat sich Frank an Ness seinen. Ja, leuchtendes junges Gesicht erinnert und begann einfach zu beten für die Sicherheit von Ness und seinen Freunden. Das ist Frank the Tank, ja. Stimmt, das war der, der so ein bisschen abgefuckt aussah. Oh, jetzt. Es wirkt. Es wirkt. Ey, wir machen immer mehr Schaden einfach nur durchs Beten. Krass. Hast du den Effekt drin oder machst du den Tonlagenshift selber? Klang gerade sehr surreal. Ich habe das selbst gemacht. Ja. Das kam aus einer nebenberuflichen Tätigkeit als Opernsänger. Nee. Nein, ich habe gerade Geiges gefühlt. Ich habe mich gerade in die Reihen versetzt, wie er klingen würde, wenn seine Stimme komplett verzerrt wäre. Ne? Also. Aber schön, dass das rüberkam. Es tut mir in der Hälse, geht's auch weg. Du kannst dich die wahre Form von Geiges Attacke fühlen. Und Jeff stirbt, der Scheiße, hätte ihn vielleicht mal heilen sollen. Ah, Scheiße, na egal, Jeff ist tot. Ich habe noch genug Hörner, die ich Jeff in den Körper rammen kann. Gib uns Power, ja, bitte. Lass das alle Leute auf der Welt erhören. So. Oh. Jetzt beten wir zu unserer Mutter, die uns das ganze Abenteuer über Kraft gegeben hat. Wir haben sie so oft angerufen, um unser Heimweh zu überwinden. Und jetzt gibt sie uns die ultimative Kraft, um gegen Geiges anzutreten. Hä? Mutti ist stolz, genau. Ja, auf jeden Fall. Plötzlich fühlt sich Ness Mutter ganz unwohl, wirklich fürchterlich unwohl. Und sie begann zu beten für die Sicherheit ihres Sohnes und seinen Freunden. Okay, jetzt bitte nochmal ordentlich Schaden, ne? Oh, 1006! Oh, uiuiui, Geiges. Oh, jetzt. Oh, was? Jesus! Oh, Gott! Alter! Können wir es schnell wegbeten? Hilfe? Alter Falter. Epilepsie-Warnung. Ich glaube, du musst eine Epilepsie-Warnung fürs Video machen, glaube ich auch. Paula hat gebetet. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, ich kann nicht an jemand anders denken. Irgendjemand soll uns helfen. Ja. Paulas Anruf wurde absorbiert von der Dunkelheit. Puh hat das Horn of Life verwendet. Jeff wurde wiederbelebt.
Okay, boah, das ist... Ja, aber guter Hinweis. Ich glaube, ich muss wirklich eine Epilepsie-Warnung fürs Video machen. Also, oder zumindest den Titel schreiben. Ja, oder ich mach am besten gleich, wenn ich das... ich mache dann am besten gleich nochmal... am Anfang, dass ich dann auch wirklich ansage. Das ist ja wirklich... Ich glaube, wenn man Epilepsie hat, ist das ja wirklich ziemlich krass, was hier gerade passiert, ja. Ich meine, ich finde es ja schon anstrengend, da teilweise drauf zu gucken, ne? So. Ja, dann hau drauf, was du hast, komm. Scheiße. Komm. Ich bin so traurig, Ness! Ich bin traurig, Ness! Oh. Ja, komm. Ja, komm, heil, Paula, schnell, 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 10. Paula ist tot. Paula ist kollabiert. Alter, Jesus. Das ist ja richtig krass, ja. Das ist richtig krass, meine Güte. Ich denke mal, ich muss jetzt nur mal angreifen. Ich habe sozusagen jetzt seine... Er ist es offengelegt. Ja, mehr kann ich jetzt auch nicht machen. Jetzt muss ich wahrscheinlich einfach nur angreifen, bis er irgendwann stirbt. Das ist jetzt meine Vermutung. Ich bin glücklich. Glücklich. Es tut weh. Es tut weh. Ness 9 AP. 192 zu... Ja. Komm. Oh, komm, Heavy Bazooka drauf da. So, und jetzt hauen wir alles drauf, was wir haben. CLP. 98, das wird hart. Paula. Komm. Fire. Nee, mach hier das. Mach lieber. Oder weißt du was? Komm, mach mal Feuer. Ich will mal sehen, ob das effektiv ist. So, du haust weiter dein Heavy Bazooka drauf. Komm. Und du machst Bash. Los geht's. Wir besiegen ihn. Komm. Ich fühle mich gut. Ja, die Frage ist, muss ich jetzt weiter beten? Ich weiß gar nicht. Ness. Das ist halt schwer zu sagen. Am Anfang saß ich auch ewig dran. Ich glaube, jetzt muss ich einfach nur noch draufhauen. Das ist die Frage. Paula ist kollabiert. Ich werde trotzdem mal weiter beten. Ich glaube, das kann nicht schaden. Ich kann ja trotzdem weiter attackieren. Boah. Oh gut. Alter, das ist. Also, das ist schon anstrengend, die ganze Zeit hinzugucken, meine Fresse, also. Geh zurück! Es tut weh, Ness. Ja, ich bin glücklich, ich auch. Jetzt bitte nicht sterben, Franklin Batch. Hat das. Ah. Hat sein Horn verwendet. So, weiter heilen, weiter heilen, weiter heilen. Weiter beten. Ich muss durchkommen. Ich muss den wegbeten. Es geht nicht anders. Ich glaube nicht, dass... Das ist zu einfach, den einfach zu besiegen. So, das oder einfach nur draufzuhauen. So funktioniert das Spiel nicht. Ich bin glücklich. Ja, weil das wiederholt sich jetzt auch wieder, die Dialoge. Ich bin glücklich. Kann natürlich sein, dass er sich jetzt auflöst. Es kann auch wirklich sein, dass es in dem Sinne wirklich seine... Ja, wie soll ich sagen, sein Dings... Ach, scheiße, puh. Heilen. Bitte, kann mich jemand hören? Bitte gib uns Stärke, bitte. Paula und ihre Freunde haben das Herz von Doe berührt. Sie haben gebetet für die Kinder, die sie nicht mal getroffen haben vorher. Oi, oi, oi. Ja, weiter beten. Betet weiter. 5988 Schaden auf Geiges. Oh, weiter geht's. Doc. Doc, betet weiter? Ja, ich... 12.000 Schaden auf Geiges. Doc, betet weiter. Ich bete wirklich weiter. Ich bete dafür. Komm, wir schaffen das. Wir legen alle unsere Kraft zusammen. 26.700 Schaden auf Geiges.
Was passiert? Oh Gott. Alter. Ja, Ness, ja, jetzt bin ich, naja, es sieht aus, als ob ich jetzt weglaufen soll. Oh. Ja, aber vielleicht könnte ich ja einfach in eine andere Ära schleichen und ich denke über meinen nächsten Plan nach. Es ist eine großartige Wette, dass wir uns auch mal wiedersehen werden. Alles klar. Ich sehe dich später. Ja. Also, wer ist jetzt von uns der, denkst du, ist der coole Typ jetzt, ja? Oh Gott. Alter Falter. Und Geiges löst sich auf, oder? Wow, Alter. Wow. Ich hab sowas noch nie erlebt. Das Spiel ist so krass. Das Spiel ist so krass. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Und der ist weg.